Allegra, bien dit que vai. Wer sagt's denn? Ich kann noch ein bisschen Rätoromanisch. Ich begrüße euch hier aus dem traumhaften Bündnerland zu einem neuen Video. In diesem Video werde ich euch endlich das neue Capricorn von der Rätischen Bahn vorstellen. Nach dem dritten Anlauf hat es jetzt endlich geklappt. Ich wünsche viel Spass bei diesem Video. Das Präsentieren unter der Maske ein bisschen schwierig geworden war für mich, tue ich jetzt hinter der Kamera euch mal die Sachen präsentieren. Zur Ausstattung. Im Fahrzeug gibt es Steckdosen, leider gibt es aber dafür kein Wi-Fi und auch kein USB-Platz. Dafür gibt es was anderes einzigartiges Technisches, nämlich ein Webcam, das automatisch aus dem Führerstand das Video dort übertragen auf die Infomonitore im Fahrzeug. Des Weiteren gibt es auch noch ein WC und ein Smell-Abteil in den beiden Mittelwagen. Leider gibt es dafür aber keine Verpflegung, es gibt kein Bistro und auch kein Automat. Auf der anderen Seite gibt es dafür auch noch Klimaanlage in beiden Varianten, nämlich gibt es eine automatische und auch noch eine manuell einstellbare. Name vom Zug. Capricorn kommt aus dem Rätoromanischen und bedeutet im Deutschen eigentlich einfach ein Steinbock. Im Englischen ist es genau das Gleiche. Hier sehen wir gerade das aktuelle Streckennetz von der EHB. Capricorns werden in der Zukunft vor allem in diesem Korridor eingesetzt. Der Grund dafür ist eigentlich, dass die Strecke zwischen Langquart und Kloster eingleisig ist und es herrscht eigentlich auch größtenteils einen Stundentakt. Meistens ist es aber so, dass die Zug auf Squall und auf Davos meistens zeitgleich losfahren tun. Damit man dort aber auch einen guten Takt drin hat, hat man es eigentlich so gemacht, dass die beiden Züge eigentlich abwechselnd halten. Zwischendurch und eigentlich auch noch der Regio-Express auf St. Moritz und am Wochenende einen anderen Regio-Express auf Davos einen kleinen Halbstundentakt ausmachen, ist aber eher eine Seltenheit. Die Lösung für das Problem ist eigentlich, dass man dort jetzt Capricorn-Züge einsetzt und dann nach dem sogenannten Flügelprinzip wird fahren. Das ermöglicht zum einen einen super 30-Minuten-Takt einzuführen, ohne gross auszubauen zu müssen. Wo trifft man Capricorns momentan? Momentan sind sie vor allem auf den Regio-Strecken rund um Davos unterwegs. Meistens sind sie am Morgen Richtung Filosur anzutreffen und dann gegen Nachmittag Richtung Kloster. Die erste Phase ist eigentlich geplant, dass alle Züge zwischen Landquart und Davos von Capricorns geführt werden, sowie auch die Regio-Züge auf Filisur. In einem zweiten Schritt plant man dann, die erste Flügelzug umzusetzen, indem dann ein Zug von Landquart auf Davos bzw. St. Moritz wird fahren, durch den Vereinen Tunnel. In einem dritten Schritt geht es dann auch ein bisschen weiter, dass dann Capricorns auch in der Rheinschlucht unterwegs sein würden, nämlich auf dem Regio-Express zwischen Chur und Disentis. Und im vierten Schritt wird man dann noch einen zweiten Flügelzug hinzubauen, wo dann zwischen Landquart, Davos bzw. Squall unterwegs wäre. Natürlich gibt es dann auch noch die Frage, was eingesetzt wird, um den Regio-Express zwischen Landquart und Chur zu ersetzen. Die sinnvollste Variante wäre wahrscheinlich, dass man einfach das 2 von Thusis noch verlängern würde bis auf die Landquart. Hier sehen wir eine Darstellung, wie das EHB-Netz im 2020 wird aussehen.
Das Rohmaterial, das hauptsächlich heute eingesetzt werden würde, unter anderem Capricorns. Dann gäbe es auch noch die Allegras in der S-Bahn-Variante. Dann auch noch die dreiteilige Allegras. Und zu ganz am Schluss sind auch natürlich auch noch die Alpha-Gliederzüge unterwegs. Natürlich werden die neuen 56 Capricorns natürlich auch noch etwas ersetzen. Das betrifft vor allem Locken. Unter anderem werden die GE44 aus der ersten Generation sowie die TAUS aus der zweiten Generation ersetzt. Die einzigen Fahrzeuge, die sicherlich noch werden bleiben, sind die GE44 aus der zweiten Generation, aus der zweiten Serie und auch noch die GE44 aus der dritten Generation. Zeit, um ein Fazit zu ziehen. Persönlich finde ich den Zug stylisch und optisch sehr gelungen. Natürlich wieder ein sehr schönes Stadlerfahrzeug. Von der Ausstattung her, ja, geht es so. Ist eigentlich wie ein normaler Allegra-Zug. Und was ich ein bisschen schade finde oder was ein bisschen bemängeln muss am Zug, gut, ich habe es eigentlich indirekt dafür, ist eigentlich, dass der Zug oder das Capricorn, besser gesagt, eigentlich die alten Bobus und auch G-Loks aus der ersten und zweiten Generation ablösen. Das finde ich ein bisschen schade, weil früher hat es eigentlich wirklich zur rätischen Bahn gepasst, dass jeder Zug eigentlich locker bespannt war. Ja, klar kann ich es auch verstehen, dass man durch das Flügelzugprinzip, dass es natürlich auch optimaler ist, aber ja, es ist eine persönliche Note. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich sehr über das Abo freuen und bis zum nächsten Mal.